immer, oder waren zwei, drei Mal vielleicht gefährlich und dann, das waren halt zwei Tore. Über den Elfmeter können wir uns halt streiten, hat der Schiri gepfiffen. Ist halt vielleicht bezeichnend, dass wir in der Situation davor ja, auch einen Elfmeter kriegen müssten, aber man muss sich halt hinschmeißen anscheinend. Beziehungsweise, das ist dann vielleicht der Tick Cleverness, den Lübeck dann hat und wir halt heute nicht hatten. Ich habe mal gelesen, dass wir hier seit 1994 nicht mehr gewonnen haben. Ich weiß, wie unangenehm Norderstedt jedes Mal ist. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Ich finde, wir hätten ja, ein, zwei Tore mehr machen können, dann haben wir hier nicht so einen Herzinfarkt draußen. Ja, aber froh über den Sieg. Ich denke, der geht in Ordnung. Es lief eigentlich die ganze Zeit so, wie es geplant war. Also, dass wir wussten, dass wir sicherlich auch Ballbesitzphasen brauchen, dass wir aber auch nicht einschlafen dürfen, dass wir in den Zweikämpfen da sein müssen, was wir waren. Und ja, wie gesagt, das waren dann 10 Minuten, wo es dann, ich meine, Lübeck ist ja nicht umsonst Spitzenreiter, also das ist dann schon okay, dass man da vielleicht mal 10 Minuten, ja, das heißt schwimmt, aber vielleicht nicht Druck macht. Ja, und das hat es dann heute entschieden. Ich glaube, ich war da auch ein bisschen vorher mit involviert, aber ich kann mich jetzt an Flo Riedel erinnern, dass er dann Doppelpass spielt, dass er sich den Ball vorbeilegt und getroffen wird. Ich sehe jetzt keine Kamerabilder, aber es ist immer so eine Sekunde, die man da drauf achten muss. Und ja, für mich war es da ein Elfmeter. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Bilder das zeigen, aber ich würde jetzt sagen, dass es ein Elfmeter war. Ja. Also Glück ist das, was man sich erarbeitet und wir arbeiten viel und das Glück kommt dann auch irgendwann zurück. Also ich meine, das letzte in Havelse in der 90. Da kann man jetzt auch von Glück sprechen. So, das haben wir uns genauso erarbeitet. Ja, und das ist fehlende Cleverness. Ja, also wie gesagt, man lernt hoffentlich draus, beim nächsten Mal schmeißt man sich hin oder nimmt noch einen zweiten Kontakt. Also das sind Sachen, das sind Nuancen und die entscheiden halt leider dann im Fußball. Und naja, heute liefen die Nuancen gegen uns. Ja, also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass man den auch erstmal machen muss. Vor kurzem gegen Pauli im DFB-Pokal leider verschossen. Ja, also bin froh, dass ich getroffen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Rasen liegt. Wir haben hier in Norderstedt immer einen super Rasen. Also Hut ab und Respekt dafür, was die hier leisten mit dem Platz. Vor allen Dingen zu der Jahreszeit. Ja, aber daran wird es jetzt nicht gelegen haben, dass wir gewonnen haben. Wir können auch auf dem Acker bestehen. Ich glaube schon, dass wir eine richtige Männertruppe sind und auch richtig kämpfen können. Und wie Sie vielleicht schon gesagt haben, die Erfahrung auch so ein bisschen. Das Einzige, was man uns vorwerfen kann, ist die Chancenausbeute, weil keiner kann sich beschweren, dass, wenn das Spiel hier 4-5-1 ausgeht. Das ist das, was uns ein bisschen ärgert. Das zeigt aber auch, dass wir ja, die Messlatte hochlegen. Ich bin aber einfach froh, dass wir gewonnen haben, dass wir Dani so einen Sieg schenken konnten. So eine Nachricht ist natürlich immer schwer. Es geht mir jetzt schon wieder komplett nahe, wenn ich daran denke, dass der Junge nie wieder Fußball spielen kann und dass ich auch nie wieder oder wir nie wieder mit ihm spielen können. Ja, es ist sehr, sehr bitter. Es tut mir leid für ihn. Das hat er nicht verdient. Und ja, ich freue mich, wenn wir ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, weil das hat er verdient.